Oh, hier ist eine Hexe. Und zwei Creeper. Oh mein Gott, komm her. Shut up, John. Willkommen. Oh, Alter. Zurück, meine Kartoffelfreunde. Und ja, diesmal geht's darum. Wer die Dicksten. Das, ja, kannst du ein bisschen. Chantal, heul leise. So, wer ein bisschen. Diesmal geht's darum hier, was wir wieder noch ein bisschen finden. Und nachdem wir diesmal. Töli, das ist so behindert. Und nachdem wir das zweite Mal. Oh, hier ist ein Creeper. Da rechts, nimm das Schwarzpulver mit. Jo. Nein, er ist hochgegangen. Shit. Okay, da rechts ist noch einer. Ich gucke, ob ich den krieg. Aber es wird. Fuck. Nein! Verdammt. Auch hochgegangen. Ich bin so blöd. Ja, ich bin runtergefallen, deswegen. Na ja, egal, gut. Ja, ich konnte nicht wirklich zurückspringen. Ich hätte es wahrscheinlich schon können, aber durch meine. Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten, an Schwarzpulver zu kommen? Außer Creeper? Weißt du das gerade? Nein, ich habe keine Ahnung. Oh, da bin ich nicht runter. Jo. Ja, wir haben jetzt mitgekriegt, dass ein paar jetzt sich schon auf den Weg machen. Ja, die rüsten sich gerade dafür aus, aber das machen wir ja auch, ne? Ja. Also wir sind ja auch jetzt dabei hier. Hier ist ein Creeper hochgegangen. Ach ja, stimmt, das ist hier. Hier war die Szene, wo ich weggelaufen bin und nur noch drei Hungersbalken hatte. Und, Okay. Ja, es ging ja auf jeden Fall. Kuhschubser? Alter. Cowtipper. Hier. Läuft bei. Hier bin ich fast runtergefallen eben. Okay. So, sowas von tot lass wieder den Gang hier runter an der Seite, wo wir uns schon mal gebaut haben. Alter. Ich muss irgendwann mal, wenn wir Folgenende haben, ich sollte mal was essen. Ja, ich mache mir auch gleich was zu essen und dann gehe ich nachher auch ins Kino, ich gucke mir den Hobbit an. Echt? Ja. Cool. Hast du den schon geguckt, den neuen? Ja. Oh, der ist bestimmt richtig gut, ne? Also ich glaube, das ist so das Gefühl, das ist ein bisschen viel Gemetzel. Das ist halt Schlacht der fünf Heere, ne? Ja, das sagt doch schon der Film. Und im letzten Drittel vom Film geht's halt nur darum. Vom Buch. Im letzten Drittel? Und kompletter Drittel. Ja, aber ich finde die Filme extrem geil. Also ich fand den ersten Teil richtig gut. Der zweite war, finde ich, ein bisschen nachgelassen. Sag mal die Kohle ein, gell? Ja, mach das. Ich krieg die EP dafür. Du Wichser. Nee. Ja, nee, ich hab dir das doch schon erzählt, dass ich im Kino war und das Problem war, dass ich da fast 24 Stunden wach war. Ach ja, stimmt, du bist ja eingepennt, ne? Ja, in der ersten Hälfte vom Film. Okay. Aber es war nicht, weil er langweilig war oder so, der war eigentlich richtig gut. Deswegen, ich habe auch gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal reingehen, wahrscheinlich mit meinen Eltern. Ich denke mal, weißt du, ich glaube, wir machen das so, wir machen aus dieser Folge hier mal eine Real-Life-Story-Folge. Ja. Hier ist wieder das, wo wir gestorben sind. Oh, yes, ist aber da ist viel Eisen und so. Komm mal mit hier rüber. Jo. Bin da. Oh, Digga. Das Aua. Da ist das Skelett da hinten. Wo, hier ist auch Gold. Ich seh's nicht. Ich komm nicht an das Skelett. Ja, ich seh's gar nicht. Ich hab's getötet jetzt. Das ist runtergesprungen. Ach da. Okay, alles so, jetzt, klar. Happy Upbowing. Jo. Also ich kann dir ja mal meine Real-Life-Story erzählen. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt hatte, aber für die Leute, es werden auch viele von mir kennen, weil das einfach zu genial war. Ich war halt auch das eine Wochenende 50 Stunden lang wach. Ja. Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, ich war am Freitag um 7 aufgestanden, ganz normaler Tag, bin zur Schule gegangen, ganz entspannt gewesen. Dann, also Kohle kann nicht genug sein. Warte mal, ganz kurz, ja? Gold baue ich mit. Eisen ab. Willst du eine haben? Du. Ja, weil ich habe nämlich gerade erst nach dem dritten Mal bemerkt, dass es nicht abbaut. Alter. Ja, danke. Auf jeden Fall bin ich dann Samstag, Freitag, das war Halloween. Genau, das war Halloween. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann halt Freitag in der Schule so. Und dann, ich wohne ja in Hamburg und hier ist ja immer so Party Marty. Und dann... Party Marty. Hier ist hinter dir ein Stück Kohle runtergefallen, das kannst du haben. Und... Was? Oh, ich war weiter. Ah, da. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann halt am Abend spontan feiern gegangen mit ein paar Freunden oder Arbeitskollegen. So, daraufhin
musste ich dann morgens am Samstag zur Arbeit um 6 und oh, hier geht's noch tiefer runter. Und dort habe ich dann meine Strafe abgesessen. Alter, das ist doch auch heftig, oder? Naja, es war eigentlich relativ entspannt zu arbeiten. Ja, okay, gut dann. Oh, hier ist ein Loch, warte. Ich baue das mal zu. Da unten ist aber Gold. Ja, ich weiß, aber wir können auch hier rum. Hier geht's ja noch weiter. Ich will meine Eisenspitzhacke wieder haben. Echt? Ich habe nur noch die. Ich habe ja nur noch die. Meine ist nämlich gleich kaputt. Gut, dann baue ich jetzt halt kein Gold, aber. Ja. Ach scheiße, ich habe keine Sticks. Aber warte, ich kann die ja so machen. Ah ne, halt, ich muss ja erstmal hier zählen. Pass auf, unter uns ist Lava, ne? Hier, wo ich die Okay. Cobblestone hinbastel, ist Lava. Das heißt, wenn du nach unten buddelst, nicht, dass du da reinfällst. Wir müssen echt vorsichtig sein. So, ich habe mir jetzt mal 52 Hier ist Fackeln. nämlich das Gold. Siehst du, hier bin ich jetzt. Ich Wo? bin links rumgegangen. Ah, So, ja, ich höre die Lava. Ja, unter dir ist die da direkt. Und auf jeden Fall bin ich dann zur Arbeit gegangen. Und musste dann halt 5 Stunden oder 6 Stunden arbeiten. Weiß ich nicht mehr. Danach bin ich dann halt nicht schlafen gegangen, wie es ein normaler Mensch hätte tun sollen, sondern ich habe ordentlich gechillt mit ein paar Kollegen. Und danach am Abend. Oh, hi. Was? Hab ich AWF? gesehen. Ja, AWF? Was ist AWF? Auf jeden Fall bin ich daraufhin dann am Abend spontan wieder feiern gegangen, weil Halloween ist ein komplettes Event in Hamburg. Das geht dann halt das komplette Wochenende. Und war dann halt diesmal auch wieder bis. Was zur Hölle? War dann da auch bis 7 Uhr wach und bin dann halt Sonntag um 7 Uhr ins Bett gegangen. Für alle, die sich wundern, warum ich so lange wach bleibe, oder wie ich so lange wach bleibe, ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol. Ja, man kann schon so lange wach bleiben, auch ohne das ganze Zeug. Oh, Die hier ist Sache voll ist. die schöne. Hier ist, guck mal, hier ist voll die schöne Höhle. Yay. Nein, das sieht voll cool aus hier. Ja, ich weiß. Da ist noch ein Zombie vom Wasser, kommt der. Ich versuche das Wasser zu stoppen. So, hab ihn. Guter Mann. Ja, nee, was ich gerade sagen wollte, man kann so lange wach bleiben, solange man was zu tun hat. Und das Problem war halt bei mir, im Kino, da sitzt du halt nur da und chillst dein Leben und dann wirst du müde. Ja, Mann. Aber Aber wenn. es war halt ultra fett, ne? So das komplette Wochenende wach zu bleiben. Und am Montag war das Coolste. Weißt du, was Montag war? Montag war Schule. Ja. Wer hätte es gedacht? Das war das Entspannteste, das war nicht mal in den Ferien. Oh, hier ist eine Hexe. Und zwei Creeper. Oh mein Gott, komm her. Bist du vergiftet? Nein, 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 aber ich bin über dir. Ich bin hier oben. Guck mal, Wo ganz bist du direkt nach hier? oben hier. Ah, da ist Wenn du eine jetzt Hexe. da, Fick dich. genau. Fick dich, du scheiß Hexe. Oh, das war knapp. Ich laufe mal hier weg, wa? Können wir die ficken? Warte, ich habe sie getötet. Ja, Sie hat oha. richtig viel gedroppt. Gunpowder, Zucker und Kohle. Oh, jetzt ist Maria. Was zur Hölle? Komm mal hier oben bitte hin. Ja, warte, Das ich musst du mir halt. jetzt mal erklären. Ja, ich baue hier noch schnell Kohle ab. Nein, jetzt sofort. Okay, ich bin. Wo? Hier hoch, wo die Hexe war. Was Ja. ist das? Warum ist da ein Baum unter der Erde? Ich Ein will kein. Baum. Vielleicht waren hier Leute. Aber man darf ja keine unterirdischen Bases bauen, ja? Ja, aber das Ding ist, diese Höhle ist gigantisch. Das ist geil. Was mich halt nur abfuckt, ist, dass Für Zombies. wir sind auch schon relativ tief. Aber hier gibt's einfach keine. Wir müssten auch langsam uns auf den Rückweg machen, weil sonst ist die Folge gleich zu Ende und wir sind hier in der Höhle und am Arsch. Ja, warte mal, ich guck mal schnell, wie lange haben wir noch? 5 Minuten. Ja, es ist 11:05 Uhr und 10 nach meinte er, kann er. Ja, also würde ich sagen, gehen Ich wir würde sagen, wir zurück. nehmen auf dem Rückweg noch alles mit, was wir mitnehmen können. Und dann, Ja. ich will aber einfach Diamanten finden, weißt du, ich bin gerade so gierig, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir diesen Folgenzwang haben. Also diesen Trennzwang. Also ich habe ordentlich Kohle, Eisen, Gold und Co. Ja, Kohle habe ich auch, Gold habe ich 2, Eisen habe ich nur 2. Ja, dann komm her. Komm mit. Ja, der Stuhl hat das meiste jetzt gefarmt. Ja, mit der Eisenspitzhacke, ne? Ja, das wusste ich vorher nicht, aber es macht natürlich Sinn. Ich würde mal hier Auch drin nicht meine, so das ist rennen. meine letzte Fackel. Warum?
Er weiß nicht. Da ist die falsche Richtung. Also, sorry. Ich will aber vor Folgenende noch raus hier. Ja, versuchen wir es. So, hier sind wir verreckt. Und. So, das. Also. Hinter dir. Hab ihn. Okay. So, ich bin. Du hast schön einen im Kopf. Yay, das hattest du auch schon. Dahin müssen wir. Wir müssen eigentlich nur. Ach nee, warte, das eine Mal haben wir. Oh Gott, ich dachte gerade. Wir haben uns einmal nach oben gebuddelt. Aber hier. Hier geht's zur Schlucht und hier geht's ein Stück hoch. So, wir müssen eigentlich nur Richtung diese Schlucht laufen. Auf der Minimap. Da müssen wir eigentlich nur in der Nähe bleiben und uns irgendwie hochlaufen. Okay. Okay, nur wir laufen gerade schon wieder völlig in die falsche Richtung. Egal, ich buddel mich jetzt hoch. Jo, ich laufe dir wieder hinterher. Okay. So wie letztes Mal. Oh, guck mal hier, nimm mal noch ein bisschen Eisen auf dem Weg mit. Oh, wir sind direkt am Wasser. Oh ja, sehr geil. Ich sehe nichts. Alter, ich bin blind. Warte. Also ich muss jetzt im Prinzip nur geradeaus hoch, ne? Warte. Oh, Digga, ich seh gar nichts. Warte mal. So. Oh mein Gott, ich ertrinke. Nein. Was? Nein. Okay, ich bin oben an der Oberfläche. Alles gut. Super. Und ich? Ja, ich versuche jetzt gerade einen Gang nach oben zu bauen, dass das Wasser abläuft und du einfach dich hochbauen kannst. Soll ich hochschwimmen? Ja, fang schon mal an. Ich will halt nicht ertrinken, Digga. Ja, warte, ich mache einen Gang nach oben, dass das Wasser da abläuft bei dir. Okay, ich muss wieder runter, sonst ersauf ich. Ja, geh runter. Ich kann ja auch versuchen, mich woanders hochzubauen, oder? Huh. Du könntest jetzt nicht, musst dich jetzt einfach nur noch gerade nach oben bauen. Siehst du mich? Die Frage ist halt, in welche Richtung vom Wasser? Du bist jetzt direkt unterm Wasser. Geh doch einfach den Gang, den ich gemacht habe, nach oben. Also da, wo das Wasser runterkommt, meinst du? Ja, genau, da gehst du einfach hoch. Ja, habe ich versucht, da war aber was im Weg. Okay, ich probier's nochmal, warte. Ach so, ich weiß, wieso das Wasser nicht abläuft. Warte. Die steigt nämlich was. Hä? Du kannst einfach nach oben gehen. Oh Gott, wird das knapp. Alter, fuck. Du verlierst ein bisschen Leben, heul nicht. Ey, wie komme ich denn jetzt hier raus? Leertaste gedrückt lassen. Ja, hab ich. Und nach vorne laufen. Hab ich. Aber der fliegt immer wieder ins Wasser. Ach so, ja, warte, geh mal runter, ich baue den Sand hier ab. Ja, man hört jetzt meine Leertaste nur. So, jetzt können wir. Okay, komme. So, jetzt auf zur Basis. Jetzt hallo. Junge! Wo ist die? Hier, die ist da hinten. Meine Arbeit ruft mich gerade an. Weißt du das? Ne, also ne, weiß ich nicht. Oh, hier sind. Aber. Du musst einfach nur an diesen Skeletten vorbeilaufen. Hier sind ganz viele Skelette und Spinnen. Ja, ich sehe es. Ach. Scheiße, renn. Kannst du rennen? Kommst du dran vorbei? Ja. Ich bin ein bisschen außen gelaufen. Okay, gut. Bin vorbei. Gut. Nicht, dass wir jetzt noch gestorben werden. Oh mein Gott, die Folge nimmt jetzt nämlich gleich sein Ende. Ja, genau. Ja. Ich renne jetzt noch zum Haus. Und dann. Dito. Ich würde mal sagen. Wir verabschieden uns jetzt schon mal. Genau. Bevor das hier gleich, wenn das Server gleich ausgeht. Oh, hier ist. Ja, er geht auch. Ich bin jetzt beim Haus. Gut, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtstag, meine Freunde. Meine Kartoffelfreunde. Koch die Kartoffeln nicht zu hart, meine Brüder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.